Ihr hört Megafon 95, der Fortuna Podcast von Projekt Megafon. Hallo liebe Fortuna-Fans, ihr hört Megafon 95, den Fortuna Düsseldorf Talk von Fans für Fans, präsentiert von Projekt Megafon. Und ich bin der Mo, der Webdribbler auf Twitter, und wir sprechen heute über den Saisonabschluss in unserer Folge 41. Wir werden so ein paar Themen anschneiden, natürlich könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, vielleicht machen wir noch ein zweites Special, mal gucken, könnt ihr das gerne machen, im YouTube in die Kommentare. Und wenn ihr kein YouTube habt, dann auch gerne in den Social Media. Links findet ihr in der Beschreibung. Wir sind auf Facebook, Twitter, immer als Projekt Megafon. Natürlich, wenn ihr über den normalen Podcatcher hört, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an projektmegafonpodcast@gmail.com. Ja, dann begrüße ich meinen super duper Co-Host, mein Pokémon Let's Play Opfer, der beste Fortuna-Fan-Co-Host, den ich bis jetzt hatte. Moin, Micha. Moin. Ich wollte eigentlich irgendwas Positives sagen, aber mir ist nichts eingefallen. Ja, danke schön, danke schön. Nein. Danke für die Blumen, ich weiß Bescheid. Das heißt ja, nur deutscher Meister, nur die Fortuna, und wir steigen nie wieder ab, denn wir sind wieder da und nie mehr zweite Liga und bla. Saison ist vorbei. Hatte ich gereint, Entschuldigung. Alles gut, Saison ist vorbei und wir sind aufgestiegen. Denkst du, wir steigen direkt wieder ab? Es ist möglich, ich hoffe nicht, dass wir direkt wieder absteigen, aber es wird harte Arbeit, nicht direkt wieder abzusteigen. Für all die, die sagen, oh, ich hab darüber nicht gesprochen, gerne in die Comments. Wir nehmen diese Folge am 21.05. auf, weil wir es danach erstmal nicht mehr schaffen werden, irgendetwas aufzunehmen. Deswegen entschuldigt uns, wenn halt irgendwie irgendwas, was gerade tagesaktuell ist, nicht passiert. Aber wir versuchen soweit, Transfers dann auch anzusprechen. Micha, wenn wir die Saison zusammenfassen, dann begegnen wir irgendwie gemischten Gefühlen. Uns gemischter als vielleicht andere Fans das sind, weil wir halt das Gefühl haben, dass die ersten 6-7 Spiele halt überragend waren. Dann war Peter Hermann, der Co-Trainer, weg, und dann ging es langsam nach unten, zumindest was das Spielerische angeht. Irgendwie hat Fortuna, bevor er weg war, anders gespielt als danach. Aber man hat halt immer noch die Punkte geholt. Deswegen war ich in so einem Zwiespalt, dass man ja einerseits die Punkte holt, andererseits dann doch wieder irgendwie 6 Spiele hatte, glaube ich, wo man dann nicht mehr gewonnen hat, aber dann war man trotzdem immer noch Erster, weil die Konkurrenz halt auch nicht konstant gespielt hat. Und deswegen war man in so einem Zwiespalt, dass man eigentlich dachte, ja, eigentlich spielt die Mannschaft nicht gut, aber man darf die Mannschaft nicht kritisieren, weil sie ist halt Erster. Wie mir oft gesagt, ist die schlechteste zweite Liga der Welt. War wahrscheinlich auch so ein bisschen so, wahrscheinlich trifft es die ausgeglichenste am besten. Ich fand das am Anfang halt sehr viel Jubel, die ersten Spiele, und danach habe ich halt wie jedes Jahr aufs Neue gezittert, dass die Fortuna das Spiel gewinnt. Nur standen wir halt diesmal irgendwie oben. Ansonsten Top-Saison, weil Zweitligameister, oder doch nicht alles Gold, was glänzt. Doch, ich bin eigentlich vollkommen zufrieden. Also man hat halt immer wieder gemerkt, oder mein Problem war eigentlich, man hatte teilweise das Gefühl, die Mannschaft könnte es noch viel besser machen. Aber im Endeffekt ist man Meister geworden und erstaunlicherweise sogar relativ souverän aufgestiegen, was man eigentlich von der Fortuna auch nicht kannte. So normalerweise, dass man dann irgendwie am letzten Spieltag noch unbedingt gewinnen muss, aber wir waren ja 3 Spieltage vor Schluss, waren wir schon sicher aufgestiegen. Und das ist dann so ein Gefühl, wo du dir eigentlich denkst, so ja, das ist typisch Fortuna, dass man so kurz vor knapp dann doch noch einbricht. Aber im Endeffekt war es doch vollkommen souverän und eigentlich untypisch, und da muss man eigentlich alle loben, auch wenn man mal Schwächephasen hatte und mal Phasen hatte, wo man dachte so, boah, die gehen richtig ab. Du sagtest gerade souverän. Souverän war keiner. Kiel war das nicht. Wir waren das nicht. Nürnberg war das nicht. Ingolstadt ist jeder, der irgendwie sich noch Chancen ausgemalt hatte, oben dran zu packen an die Meisterschaft oder an den direkten Aufstieg. Der hat die gesamte Saison genauso ein Kraut gespielt wie wir. Ich komme kurz zu der Taktik, die wir aktuell spielen, dem 4-2-3-1 beziehungsweise 4-1-4-1 oder halt auch dem 4-3-3. Es ist eigentlich immer das gleiche Muster, nur es verschiebt sich. Zum Beispiel, als wir das Spiel gespielt haben mit Botzek, war es immer 4-1-4-1. Hat zum Beispiel ein Nielsen die Rolle ausgefüllt, war es ja ein 4-2-3-1, und mit Fink war es eigentlich mehr ein 4-3-3-4-3-3. Aber Fink war diese Saison irgendwie einer der Schlüsselspieler. Ich erinnere mich immer noch an seine krassen Annahmen mit der Brust, der sich irgendwie 30 Meter vorlegt und dann den Ball erläuft und mit der Brust prallend
zum Hennings rüberlegt. Micha, wie hast du ihn diese Saison wahrgenommen? War es sein bestes Jahr bei der Fortuna? Ich glaube, Fink ist wie ein guter Wein. Er wird irgendwie jedes Jahr besser. Ich habe es, glaube ich, auch schon 2-3 Mal im Podcast erzählt, als er irgendwie mit 32 seinen Kreuzbandriss hatte, wo ich mir dachte so, aha, schade, ob der dann mit 33 nochmal zurückkommt nach einem Kreuzbandriss. Und er wird, glaube ich, jedes Jahr noch besser, wo ich mir denke, wie geht das so? Irgendwann muss der Körper doch sagen so, ja, Junge, mach mal ein Stück langsamer. Aber irgendwie ist sein Entwicklungspotenzial noch gefühlt noch nicht ausgeschöpft. Nur die Frage ist halt, ob er es dann in der ersten Liga auch noch schafft oder ob es dann jetzt in der ersten Liga und noch ein Jahr älter, ob es dann nicht doch zu eng wird. Aber er ist auf jeden Fall eine Führungsperson und hat eine überragende Saison gespielt. Wenn wir über Spieler reden, die eine überragende Saison gespielt haben, müssen wir auf jeden Fall über Haraguchi spielen, der im Winter kam, und über Osami, also unsere Japan-Connection, weil beide eigentlich erst ab Winter kamen oder beziehungsweise aufgedreht haben. Osami hat vorher zwischendurch mal ein bisschen Licht und viel Schatten gehabt, aber als dann Haraguchi kam, lief es bei ihm auch. Wie erklärst du, dass Osami erst funktionierte, als Haraguchi mit ihm auf den Flügeln war? Ja, bei Osami war es Anfang der Saison eigentlich so wie komplett Fortuna immer mal wieder gezeigt, dass er eigentlich ein überragender Spieler ist, aber dann auch irgendwie komplett mal abgefallen ist. Und mit Haraguchi an seiner Seite war der dann irgendwie, ich weiß nicht, ob der dann einfach einen guten Partner hatte, mit dem der gut harmoniert hat, dass er da so gut klar kam und dass der dann nochmal so aufgedreht ist, aber er ist auf jeden Fall gegen Ende der Saison ist er halt immer besser geworden. Und ja, Haraguchi braucht man eigentlich, glaube ich, nichts sagen. Der war auf jeden Fall ist er zu gut für die zweite Liga gewesen und hat da gefühlt alles schwindelig gedribbelt. War auf jeden Fall super, Haraguchi zu holen und somit Osami dann auch nochmal stärker zu machen. Hältst du denn für möglich, dass man Haraguchi hält, weil es sind ja diese kolportierten 8 Millionen aufgerufen von Hertha, die man so, wenn man sich in internen Kreisen umhört, immer wieder hört. Dabei war man schon nicht bereit für Yunus Sarko vom 1. FC Köln 6 Millionen auf den Tisch zu legen und der wechselte jetzt nach Werder Bremen. Denkst du, Haraguchi ist weg oder ist Kenan Karaman so die Alternative, nachdem man sich Haraguchi nicht leisten konnte, weil der kann auch links, rechts und zentral offensiv alles spielen? Zumindest was die Position angeht, ist er auf jeden Fall ein 1:1 Ersatz für Haraguchi. Ob der auch genauso die Qualität hat wie Haraguchi, wird sich noch zeigen. Dafür habe ich ihn zu wenig verfolgt, den Karaman. Eigentlich glaube ich nicht, dass man Haraguchi halten kann. Vor allem nicht, wenn er jetzt zur WM fährt und dann eine gute WM spielt. Weil 8 bis 10 Millionen einfach zu viel ist, wenn man schon 6 Millionen nicht ausgegeben hat. Das ist ja natürlich auch eine utopische Summe. So, das ist halt, wahrscheinlich hat Hertha das einfach nur rausposaunt, dass die 8 Millionen haben wollen, weil irgendein dummer Club in England wird sich finden, der das zahlt. Fortuna wird auf gar keinen Fall 8 Millionen zahlen und wird auch keine 4 Millionen zahlen, denke ich mal. Beziehungsweise ich denke mal, maximal 4 Millionen würde Fortuna zahlen, aber dann auch nur mit im allerschlimmsten Fall. Und deswegen denke ich mal, dass Haraguchi von Fortuna nicht gehalten werden kann. Bleibt denn dann Osami oder wäre das auch ein Spiel, wo du sagst, eigentlich schon geil, aber alleine hat das nicht so gebracht, da müsste man einen Ersatz finden, vor allem da Davo Lovren im letzten Spiel geil war und zwischendrin mal gezeigt hat, was für eine Qualität dieser Junge entwickeln kann. Also wenn man Osami behalten kann, würde ich ihn auf jeden Fall behalten. Und ich glaube auch nicht, dass Augsburg den unbedingt halten will. Und man spricht so von 1 Million. 1 Million wäre ein richtiges Schnäppchen eigentlich für Osami. Und deswegen, Osami sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall versuchen zu halten, weil man es auch stemmen könnte finanziell. Und er hat ja auch auf der Verabschiedung, auf der Meisterfeier, hat er ja auch bei der Verabschiedung dann gesagt, bis gleich, wo ich mir überlege, ist das jetzt einfach nur, ob das aus Versehen war oder ob er extra gesagt hat, bis gleich, so nach dem Motto, ich komm wieder. Heute ist nicht alles. Ja genau, also wir sind in Vertragsverhandlungen und eigentlich sieht es dann gut aus, dass ich unterschreibe, aber noch ist nichts unterschrieben, deswegen werde ich noch verabschiedet, aber bis gleich, weil man sieht sich ja noch. Vielleicht Lost in Translation oder tatsächlich heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder. Keine Frage, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Takeshi Osami bei der Fortuna aus Düsseldorf bleibt und demnächst in der Bundesliga unsere linke Seite beackern kann, weil der hat zwischendurch echt Momente drauf, wo ich mir denke, der Junge ist eigentlich Europa-League-Niveau, aber der hat auch viele Momente drauf und Spiele, wo ich mir denke, dritte Liga wäre schon seine Grenze manchmal. Liegt es daran, dass er jetzt sehr lange in Japan gespielt hat oder lag die jetzt daran, dass er mal wieder gewechselt hat? Japan, Europa, dass er da nie wirklich das Level erreichen konnte, dass es reicht, wirklich, um sowas immer abzuspulen.
Ja, ich glaube einfach, wenn er das immer abspulen würde, dann wird er halt immer noch bei Bayern spielen oder bei Hoffenheim. Aber weil er halt nicht die Konstanz hat, das immer durchzuziehen, deswegen hat Fortuna halt die Möglichkeit, so einen Spieler zu verpflichten, in der Hoffnung, man kann ihn dann aufbauen und dass er dann wirklich die Konstanz auch in Leistung kriegt. Spielt die Fortuna auch noch vorerst verabschiedet, wäre Axel Bellinghausen, ich glaube, der ist komplett weg vom Fenster, der wird nie mehr ein Spiel für die Fortuna machen, ist jetzt Co-Trainer offiziell. Schmitz ist endgültig verabschiedet, das macht mich ein bisschen traurig tatsächlich. Aber vielleicht setzt man ja demnächst auch tatsächlich auf Anderson Lokoki und dann hat man halt mit Gisler und Lokoki zwei Leute auf links und das reicht dann tatsächlich auch. Bist du genauso traurig wie ich, dass Schmitz geht? Oder ist das so für dich, wenn Lokoki dafür mehr Einsatzchancen bekommt, ist das Ganze eigentlich positiv einzuschätzen? Ja, ich finde es eigentlich, Schmitz hat gute Dienste geleistet für Fortuna und das ist ihm auf jeden Fall hoch anzurechnen, aber an Gieselmann kommt er halt nicht vorbei und Lukoki drängt von hinten und deswegen finde ich es eigentlich die richtige Entscheidung, ihn halt den Vertrag nicht zu verlängern. Ja, die Frage ist dann halt nur, weil Lukoki hat halt im letzten Spiel der zweiten eine Tätigkeit begangen, wo ich mir denke, ausgerechnet Lukoki, der eigentlich ein fairer Sportsmann ist und ist jetzt für 4 Spiele gesperrt worden, was auch für den Profikader, was heißt, er dürfte erst ab dem 5. Spieltag in der ersten spielen und auch in der zweiten. Und das ist halt dann doch schon Kacke für ihn, weil heißt eigentlich, dass Fortuna sich für einen Notfall dann vielleicht doch noch einen Linksverteidiger holt und dann Lukoki wieder nur dritte Wahl ist. Also man hat zumindest aus der U19 Georgios Seiders hochgezogen, über einen Profivertrag bekleidet. Ob er dann wirklich in der Bundesliga diese Rolle ausfüllt, wage ich mal zu bezweifeln. Man hat ja theoretisch immer noch in der zweiten, man hat ja immer noch John Deckey und jedenfalls könnte man auch Moritz Montag, der kann auch links wie rechts spielen, hätte man auch noch als Backup. Oder man denkt sich halt irgendwas anderes aus. Aber irgendwie ist es dann schon komisch. Schauerte, mit dem ist man jetzt wieder dran. Erst hieß es, man versucht nicht mit ihm zu verlängern. Dann hieß es, man verlängert doch mit ihm. Und dann irgendwie kam nichts mehr. Denkst du, Schauerte bleibt? Oder sucht man eigentlich nach einem anderen Rechtsverteidiger? Denn John Zimmer wurde jetzt verlängert bis 2022. Er wurde gekauft. Beide Vereine vereinbarten einfach Stillschweigen über die Ablösesumme. Schauerte war eigentlich immer so ein, ja, der ist halt Rechtsverteidiger, weil Fortuna keinen besseren Spieler hat. Und ich habe halt auch immer kritisiert, dass Schauerte halt offensiv das nicht bringt. Ja, aber er galt halt viele als bester Zweitliga-Rechtsverteidiger. Ja, was die Defensive angeht. Was die Defensive angeht, ist Schauerte ein überragender Spieler gewesen. Aber der hat jetzt gegen Ende hin der Saison auch gezeigt, dass er eigentlich offensiv ordentlich mitmischen kann. Und dann ist er auch mal in Dribblings gegangen. Dann sind die Flanken auch mal gut gewesen und nicht nur einfach dieses blind rein. Ja, die Frage ist halt, wenn Fortuna jetzt mit Zimmer verlängert hat, weil Zimmer und Schauerte waren ja eigentlich schon gut als Rechtsverteidiger-Duo, so immer mal wieder abwechselnd, je nachdem, ob man jetzt einen offensiven oder einen eher defensiveren gebraucht hat. Aber man hat ja jetzt auch zum Beispiel einen Decky noch in der Hinterhand und dann ist jetzt die Frage, heißt das, Fortuna holt jetzt noch einen, der halt besser ist als Zimmer, was ich eigentlich nicht vermuten würde, weil sonst wird man ja Zimmer nicht kaufen. Aber wenn man einen holt, der halt schlechter ist als Zimmer, dann braucht man ja keinen kaufen, weil man auch den Decky hat. Oder man verlängert einfach mit Schauerte und der müsste sich dann halt vielleicht abfinden, nur noch zweiter Rechtsverteidiger zu sein. Und meiner Meinung nach kann man mit Schauerte verlängern, aber ich finde, er sollte keinen Stammspielervertrag kriegen, sage ich mal. Vielleicht muss man das überlegen. Einer, der nicht, aber auch kein Stammspieler mehr sein wird bei Fortuna Düsseldorf, ist Florian Neuhaus. Gladbach gibt ihn nicht ab, die scheinen mit ihm zu planen. Wäre dann Mittelfeldspieler Nummer 5 aktuell. Weißt du, was da noch passiert? Die haben ja noch Cousins, Zakaria, Kramer, Strobel und dann käme er. Denkst du denn, er kann sich durchsetzen in Gladbach? Oder ansonsten, wenn die nicht mit ihm planen würden, würden sie ihn nicht behalten. Und einfach als Mittelfeldspieler Nummer 5 irgendwie auf der Tribüne sitzen lassen, ist auch irgendwie Kappes. Ja, ich denke, Neuhaus hat auf jeden Fall die Möglichkeiten oder das Talent, sich bei Gladbach durchzusetzen. Wo ich meiner Meinung nach aus Fortuna-Sicht halt sage, also noch ein Jahr mit Fortuna in der ersten Liga zu spielen, wird ihnen wahrscheinlich mehr Einsatzzeiten in der Bundesliga bescheren als bei Gladbach. Aber kann ja auch sein, dass das Neuhaus in Gladbach schon mal das Gladbacher Spielsystem lernt, damit er nächste Saison, also jetzt in der im übernächsten Jahr, dann schon durchstarten kann und dann als Stammspieler. Aber ich glaube, Stammspieler wird er
jetzt nächste Saison nicht sein. Die einzige Möglichkeit, die Fortuna hat, ist Neuhaus noch für ein Jahr auszuleihen, aber ich glaube eigentlich nicht, dass da irgendwas draus wird. Es wäre natürlich überragend, Neuhaus noch für ein Jahr zu haben. Aus einem Spiel, wo auch nichts draus geworden ist, ist leider Jerome Kiesewetter, kam irgendwie als US-amerikanisches Talent, ist auch schon 25, zu uns, konnte sich irgendwie nicht wirklich durchsetzen. In der Anfang der Saison eigentlich ganz ordentlich gespielt. Vielleicht war es auch einfach dem System geschuldet, keine Ahnung, aber als dann Zimmer kam, wurde es dann halt weniger, was er spielte. Viele sehen natürlich beste Grüße auch an dich, Justin Kinjo, weiß ich nicht, ob da noch verlängert wird oder nicht, weil er ja eigentlich irgendwie so ein bisschen Usamis Bindeglied ist, was zumindest Sprache angeht. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile einen Dolmetscher verpflichtet hat, aber zumindest auf dem Platz ist Justin Kinjo so ein bisschen sein Anker. Ich verstehe nicht, warum er mit dem nicht verlängert, weil der ist eigentlich ein gutes Talent, hat halt noch nicht die Möglichkeit gehabt, sich das außerhalb der zweiten zu beweisen, hat schöne Freistoßtore geschossen in der zweiten und fänd's halt schade, weil meiner Meinung nach ist es halt ein Talent, das man auch fördern könnte und das auf jeden Fall auch den Durchbruch für den, das Talent für den Durchbruch hat, aber irgendwie anscheinend glaubt keiner von den Fortuna-Verantwortlichen dran. Oder es wird vielleicht doch noch mit ihm verhandelt, aber eigentlich glaube ich nicht, dass man Kiesewetter oder Kinjo nächste Saison noch bei Fortuna sieht. Gucken wir mal, was passiert. Wir haben dann Zugänge schon. Alfredo Morales, der kann zentral, defensiv, also offensiv, defensiv, Mittelfeld, alles spielen. Er hat auch mal früher mal als Rechtsaußen gespielt, aber ich glaube, die Zeiten sind eher vorbei. Er ist mittlerweile 28, kommt ablösefrei aus Ingolstadt und hat unterschrieben bis 2021. Los ein Skript, wie knallt Neuhaus-Ersatz? Ich denke nicht, dass er ein Ersatz ist für Neuhaus. Ich denke, er ist besser als Neuhaus. Also zumindest Stand jetzt, denke ich. Er ist der bessere Spieler aktuell. Und er wird natürlich in diese Lücke reinrutschen, die halt in der Dreierkette entsteht für den offensiven Part. Ob da Fortuna nochmal noch einen Mittelfeldspieler holt, der auch offensiv spielen kann. Botze kann das ja nur sehr defensiv. Aktuell bin ich halt echt beeindruckt, dass Fortuna den Typen überhaupt bekommen hat. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass man jetzt erste Liga demnächst spielt. War lange Zeit cooles Talent und ich freue mich, dass er bei Düsseldorf ist. Was halt die Position angeht, ist er halt wahrscheinlich dann für Neuhaus gedacht. Ja, ich habe eigentlich, das ist halt ein Spieler, den man auf jeden Fall schon mal gehört hat und auch schon mal spielen hat gesehen, aber so wirklich seine Stärken und Schwächen könnte ich dir jetzt nicht aufzählen, aber Freistöße kann er, er hat einen offensiven, er hat einen Drang nach vorne in die Offensive, er verlagert sich meistens über die rechte Seite. Seine Schwäche ist tatsächlich der direkte Zweikampf in der Defensive. Dafür erahnt er oft Bälle, die durch die Mitte kommen und kann die abfangen. Also er hat eine gute Antizipation, was das angeht. Mal gucken, wie er sich bei Fortuna in der ersten Liga in das System einführt. Ich bin gespannt. Kenan Karaman hatten wir angesprochen. Und dann sind wir eigentlich schon bei einer grundsätzlichen Spielerbewertung. Neuhaus war eine Überraschung, dass er so eingeschlagen ist. Hat eigentlich keiner mit gerechnet. Ich habe eher gedacht, dass wir mit Sobotka, Fink und Bocek die meiste Saison spielen werden. Und er hat sich halt dann da reingequetscht. Wie schätzt du Florian Neuhaus ein? Letzte Saison noch mit 1860 irgendwie abgestiegen. Davor das Jahr halt irgendwie sehr gut mit der U19 gespielt. Und jetzt halt dann tatsächlich mit Fortuna Düsseldorf aufgestiegen und Leistungsträger gewesen. Wie schätzt du das ein? Wie sortierst du das ein? Wie beurteilst du das? Ja, Neuhaus ist meiner Meinung nach die größte Überraschung gewesen in dieser Saison, weil er ja eigentlich habe ich mich ja vor der Saison gewundert, warum man den überhaupt ausleiht, weil es ja eigentlich nichts bringt, weil er noch nicht gut genug ist, Stammspieler zu sein bei Fortuna. Und andererseits dann nimmt er einem eigenen Talent den Platz weg. Aber so überragend, wie er dann gespielt hat und eigentlich, wie du schon sagtest, Leistungsträger bei Fortuna gewesen ist und wichtige Tore geschossen hat für Fortuna. Ja, ich find halt auch krass die Wandlung, dass er von einem dass er so durchschnittlich bei einem Absteiger gespielt hat und bei Fortuna dann so aufgedreht hat. Aber ich glaube, das lag dann auch eher so am Umfeld, dass man hier halt die Ruhe hat und auch ein bisschen an den Mitspielern, die denen dann auch ein bisschen, ja, die eben dann das Vertrauen geschenkt haben und der Trainer. Ja, meiner Meinung nach, wie schon gesagt, ist Neuhaus die Überraschung der Saison. Und ich finde halt auch schade, dass man ihn jetzt nicht halten kann. Also Bolt hat gezeigt, dass er Stammspielerpotenzial hat bei Fortuna, zumindest aktuell, wenn im Kader nicht mehr viel passiert. Fink hat seine beste Saison gespielt, haben wir eben schon drüber gesprochen. Rowan Hennings, wir haben vor der Saison, habe ich gesagt, geschafft nicht mehr als 10 Tore. Er hat's geschafft, also hat er zumindest mich überrascht.
oftmals aber zu harmlos in der Box vor dem Tor. Ja, weil Hennings hat, glaube ich, meiner Meinung nach das Problem, also was heißt Problem, er will halt auch schon ein bisschen mitspielen. Und deswegen fehlt er manchmal auch dann im 16er, um dann das Tor zu schießen. Aber was halt zum Beispiel Sobotka angeht, ja, meiner Meinung nach ist Sobotka der Fink der nächsten Jahre, weil was die Qualitäten angeht, kommt er halt an Fink ran. Und meiner Meinung nach wird Sobotka, wenn Fink und Botzek gehen oder wenn Fink und Botzek zu alt werden, ist Sobotka auf jeden Fall ein Kandidat, zukünftiger Fortuna-Kapitän zu werden. Weil er hat auch einen Vertrag, ich glaube, bis 2022. Also mich würde es nicht wundern, wenn er irgendwann zur Identifikationsfigur wird bei Fortuna. Vor allem, wenn er die Leistung jetzt fortführt und auch noch ausbaut. Und ja, ich freue mich drauf und hoffe, dass er noch lang bei Fortuna bleibt. Einer Spieler, dem wir irgendwie keine gute Saison hervorgesagt haben, ist halt irgendwie André Hoffmann. Er war fast verletzungsfrei. Ich glaube, bis auf eine Woche oder zwei ist er auch nicht wirklich verletzungsbedingt ausgefallen. Ja, jetzt am Ende mit seinem Hodenriss, ja, was länger, aber ansonsten halt auch nicht wirklich krass krank gewesen. Schon ein bisschen überrascht, nachdem die letzten Jahre von ihm eigentlich ziemlich, holpelig waren, was Verletzungen angeht. Oft verletzt und wenig gespielt. Ja, ich find's halt, der hat super sein Ding gemacht. Fand's halt schade für Bormuth, dass Eihan und Hoffmann so eine gute Verteidigung gemacht haben, dass Bormuth da ein bisschen außen vor war und jetzt, weil Hoffmann gegen Ende der Saison dann mit seinem Hodenriss verletzt war. Ich bin, was aber das angeht, wenn du über den Hodenriss sprichst, ein bisschen enttäuscht von Robin Bormuth. Ich habe irgendwie von ihm erwartet, dass er sich mehr in den Vordergrund spielt, zumindest, dass er öfter in der Startelf steht. Ich stand jetzt am Ende in der Startelf, weil Hoffmann verletzt war, ja, oder weil mein Eihahn gesperrt war, ja. Aber diesen Sprung, den wir erwartet haben von ihm in die Startelf als Stammspieler, der kam irgendwie nicht. Wie erklärst du dir das? Ja, weil seine Konkurrenz einfach zu gut war. Ich glaube, ich fand ihn teilweise genauso gut wie Hoffmann. Ich fand ihn auch genauso gut wie Hoffmann. Aber wenn Hoffmann halt fit ist, da hat halt Funke gesagt, ich setze eher auf Hoffmann und Eihahn. Und dann war halt Bormuth außen vor, auch wenn er qualitativ genauso gut ist wie Hoffmann. Und ja, Bormuth hat halt auch noch nicht die Konstanz, weil er hatte, glaube ich, auch die Saison so zwei, drei Spiele, wo man sich dachte, ah, ja, aber du kommst rein da los und zur Saisonhälfte ohne Spielpraxis, hast nur mittrainiert, hast zwei, drei Mal in der zweiten irgendwie ein halbes Spiel mitgemacht und dann sollst du in der zweiten Bundesliga plötzlich Vollgas geben, wenn du sonst nur Regionalliga West rumdümpelst. Da hat die zweite ja auch nicht das Beste abgegeben, dazu in dem Podcast über die zweite demnächst mal mehr. Ja, aber das ist ja genau das. Wie soll man dann an Hoffmann und Eihan vorbeikommen, die halt fehlerlos spielen? Ist ja klar, wenn du eine Abwehrreihe hast, die steht, dann werkelst du auch nichts dran rum, wenn es nicht sein muss. Und das war halt das Pech von Bormuth. Deswegen hat er dann wahrscheinlich nicht die Chance gekriegt. Und ja, meiner Meinung nach hätte er auf jeden Fall die Qualitäten, da auch häufiger zu spielen. Zwei Spieler, die es nicht gezeigt haben, irgendwie, dass sie Qualität haben, obwohl sie recht oft gespielt haben. Kujovic Anfang der Saison, Nielsen am Ende. Die sollten eigentlich so ein bisschen die Backups sein zu Hennings und mehr Variabilität ins Fortuna-Spiel bringen. Nielsen sollte mehr spielerisch sein, Kujovic mehr in der Box und Hennings halt was dazwischen. Jetzt haben Nielsen und Kujovic irgendwie nicht eingeschlagen. Beide, da geht auch das Gerücht darum, dass die Fortuna jetzt in der Sommertransferphase verlassen werden. Wie schätzt du einmal diese Gerüchte ein und wie schätzt du ihre Saisonleistungen ein? Ja, was Kujovic angeht, da habe ich, als ich die Verpflichtung mitbekommen habe, dachte ich mir, okay, da hat man dann vorne so einen geilen Brecher drin, den man schön anflanken kann und der die Bälle dann einnickt. Hat sich jetzt irgendwie nicht so zeigen können und meiner Meinung nach auch eine Enttäuschung gewesen, die Saison. Bei Nielsen war es halt so, er ist richtig gut in die Saison gestartet, war dann, glaube ich, für 4-5 Wochen verletzt, ist dann halt hinter Neuhaus gefallen in der Formation. Also dann hat halt er Neuhaus die Möglichkeit bekommen zu spielen. Ja, dann war Nielsen außen vor und jetzt gegen Ende der Saison hatte er dann wieder die Möglichkeiten, hat dann aber eigentlich eher eine traurige Figur hinterlassen. Bei Nielsen habe ich noch die Hoffnung, dass er bei Fortuna bleibt und dass man ihn dann doch noch auf den richtigen Pfad bringen kann, sage ich mal. Bei Kujovic hätte ich kein Problem damit, wenn man den jetzt verkauft. Ja, bei Nielsen, ich habe noch die Hoffnung, dass er wieder an die Leistung von Anfang der Saison, als er eigentlich relativ gut gespielt hat, anknüpfen kann. Die einzige Enttäuschung bei Lukoki ist halt, dass Funkel ihm nicht die Möglichkeit gegeben hat, viel zu spielen. Hickstus lag daran, dass er einfach Schmitz und Gisselmann vor sich hatte,
was irgendwie ein bisschen unlogisch ist, wenn man jetzt sagt, ja, okay, wir planen mit Lukoki und lassen Gießel und lassen Schmitz gehen. Warum hat man ihnen dann vorher nicht die Chancen gegeben und halt Schmitz spielen lassen? Das geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Ja, aber wie willst du einen Schmitz, der einer der Topverdiener der Mannschaft ist, den kannst du ja nicht sagen, ja, du kommst auf die Tribüne, wir lassen jetzt Lukoki spielen. Doch, wenn du nicht mit Schmitz planst, dann lässt du ihn auch einfach erstmal dahin siechen, weil außer er hat irgendwelche Verträge, wo du irgendwelche Klauseln noch erfüllen musst, damit du ihn halt auch gehen lassen kannst, damit sein Vertrag sich nicht verlängert. Außer das wäre der Fall gewesen, macht das für mich keinen Sinn, weil wenn du jetzt, so sieht es aktuell aus, Fortuna, bei unserer Stand der Aufnahme 1.5, noch keinen Spieler verpflichtet hat für linke Verteidigung, sieht es halt aus, dass wir mit Gieselmann und Lukoki für die Bundesliga planen und du gehst dann halt mit einem Gieselmann hoch, der viel Spielpraxis hat, geil gespielt hat, und Lukoki, der gefühlt außer Zweite und Nationalmannschaft U20 nicht viel gespielt hat. Ja, aber meiner Meinung nach hat Lukoki auf jeden Fall die Qualität. Ja, aber keine Spielpraxis. Ja, aber die kommt ja. Ja, so, und das jetzt, wo er dann erstmal 4 Spiele fehlt, weil er nach einer Tätigkeit in der Regionalliga West erstmal gesperrt ist. Also wenn du mit Schmitz verlängert hättest, dann wäre ja Lukoki noch länger außen vor. Und so ist er wenigstens die Nummer 2 auf der linken Verteidigungsposition. Ja, ich denke mal, dass Lukoki, also ich kann es verstehen, dass man Schmitz spielen lässt, solange man ihn halt noch unter Vertrag hat, weil es macht ja keinen Sinn, den nach der Hälfte der Saison nur noch auf die Tribüne zu packen, weil man Lukoki reinführen will. Deswegen, wenn man halt noch im Aufstiegskampf ist, dann ist klar, dass man dann kein Talent reinwirft, aber dann, wenn man halt jetzt mit Gieselmann, der halt wahrscheinlich auch nächste Saison Stammlinksverteidiger sein wird, und Lukoki dann im Notfall mal in der 80. Minute reinkommt und so langsam rangeführt wird. Und Schmitz wäre dann wahrscheinlich zu teuer, weil der verdient wahrscheinlich auch viel mehr als Lukoki. Und deswegen macht es meiner Meinung nach schon Sinn, nicht mit Schmitz zu verlängern und dass man Lukoki dann halt in der 2. hat spielen lassen. Wenn wir schon in der nächsten Saison sind, Micha. Ich denke, bis jetzt ist Abstiegskampf drin. Was anderes ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Wenn wir darüber jetzt sprechen, wo Fortuna nachlegen muss, eigentlich überall, oder? Nee, meiner Meinung nach noch gar nicht. Eigentlich, ich bin der Meinung, Innenverteidigung ist Fortuna gut aufgestellt, Torwartposition ist Fortuna gut aufgestellt, Linksverteidigung ist Fortuna gut aufgestellt, auch wenn du nicht so ein Lukoki-Fan bist wie ich. Ich bin Lukoki-Fan, aber mein Problem mit Lukoki ist, ich dachte, der Junge hat Talent, der Junge ist gut. Entweder liegt es an Friedhelm Funkel oder he can't cut the mustard, sagt man im Englischen. Also er kann irgendwie sich nicht durchsetzen gegen die etablierten Kräfte. Ja, ist ja klar, wenn du Schmitz und Gieselmann vor dir hast. Ja, aber dann kannst du nicht mit dem Plan, wenn er sich jetzt schon nicht durchsetzen kann, kannst du nicht mit ihm planen für die Bundesliga, wo die Spieler noch besser, noch schneller, noch technisch stärker, noch gefährlicher, noch geiler ist und du alle gegen jeden Spieler, den du spielst, der so einen Schwanz hat, der so groß ist wie meine Küche. Das kannst du nicht machen, meiner Meinung nach. Das Problem ist, wenn du halt noch einen Schmitz hast, dann ist ja klar, dass du den spielen lässt. Auch wenn du der Meinung bist, dass Lukoki genauso gut ist wie Schmitz, weil Schmitz einfach das Doppelte oder Dreifache von einem Lukoki verdient. Und warum sollst du... Stell dir das mal jetzt so vor. Du hast eine Firma. Du hast einen Angestellten, der verdient 100 Euro die Stunde. Und du hast einen Angestellten, der verdient 50 Euro die Stunde. Jetzt ist der Angestellte, der 50 Euro die Stunde verdient, genauso gut wie der Angestellte, der 100 Euro die Stunde verdient. Wen würdest du eher arbeiten lassen? Den, der weniger verdient oder der mehr verdient? Also solange, das ist ja, du sagst ja genau das, was ich sag. Schmitz verdient mehr, deswegen ist er nächste Saison weg, weil Lukoki genauso gut ist. Aber wenn du den Schmitz hast, ja, aber wenn du den eh bezahlen musst, dann lässt du den doch auch arbeiten. Ja, aber wenn du den anderen jetzt arbeiten lässt, dann wird der nächste Saison durch sein Potenzial dir das Doppelte arbeiten für immer noch den gleichen scheiß Pfennigbetrag. Und wir haken uns jetzt schon wieder daran auf. Ja, aber da wollte ich jetzt eigentlich mit dir darüber sprechen, ob du Vorfreude für die Bundesliga hast. Ja, aber der Lukoki entwickelt sich besser, wenn er in der 2. spielt, als wenn er in der 1. komplett auf der Bank sitzt, so wie Schmitz. Ja, aber der hat in der 2. komplett andere Spielweise. In der 2. muss er viel defensiver agieren, weil da vorne Leute rumlaufen, die nicht nach Defensive arbeiten oder halt nicht die Qualität haben, die er hat. Das heißt, er kann seine Stärke, die Offensivläufe, wie die in U-Nationalmannschaft spielen, nicht transportieren. Also kann er das auch nicht zeigen, obwohl er es kann. Ja, aber jetzt kommen wir zur Vorfreude der Bundesliga zurück. Aber Spielpraxis ist Spielpraxis. Also ja, lieber du hast Spielpraxis, wo du anders spielst, als du sitzt auf der Bank und kommst nicht rein, weil Gieselmann sich nicht verletzt und überragend spielt, dass du den nicht auswechseln kannst. Und deswegen macht es für mich mehr Sinn, Schmitz auf die Bank zu setzen und Lukoki in der 2. zu spielen und Schmitz dann jetzt nicht verlängern und Lukoki dafür auf der Bank setzen zu lassen für nächste Saison, wo er dann häufiger spielen kann. Ja, du denkst zum Beispiel, im Jugendbereich denkst du anders. Im Jugendbereich
lässt du lieber, wenn du dann, wenn deine erste A-Jugend Bundesliga spielt, sagst du ja auch nicht, komm, wir spielen erst jetzt bei unserer zweiten A-Jugend spielen, die Kreisliga spielt, weil dann spielt er ja wenigstens. Dann kommt Hans-Peter und tritt ihn weg. Kommt 59 Jahre Hans-Peter und packt mal die Blutgrätsche aus. Ne, das machst du ja auch nicht. Es macht schon Sinn, mit Schmitz jetzt nicht verlängert zu haben und Lukoki dann als zweiten Linksverteidiger. Falls ihr bis hierhin überlebt habt, haut einfach mal in die Kommis Podcast, der Projekt Mega von podcast@gmail.com an unsere E-Mail, was ihr darüber denkt. Micha, wir machen jetzt den Cut und erzählst mir jetzt, warum du dich auf die Bundesliga freust. Ja, ob ich mich auf die Bundesliga freue, weiß ich noch nicht mal. Weil 5-1 aber, die Bayern kommen. Ja, aber nein, es ist halt, natürlich freue ich mich auf die Bundesliga, aber es wird halt Überlebenskampf und wenn alles passt und die Transfers einschlagen, dann kann man vielleicht sogar die Klasse halten. Aber ich bin nicht traurig, wenn Fortuna am Ende wieder absteigt. Ich habe die Hoffnung, man bleibt drin, aber wenn man es halt realistisch sieht, wird's halt sehr, sehr knapp. Und wenn man die Klasse halten kann, danach kommt das verflixte zweite Jahr. Deswegen, ich habe halt jetzt nicht die Hoffnung, dass Fortuna die Bundesliga von hinten aufräumen wird und dann irgendwie am Ende souverän Zwölfter wird, sondern dass Fortuna bis zum letzten Spieltag, also ich sag mal so, wenn's gut läuft, hat Fortuna die Möglichkeit, bis zum letzten Spieltag noch die Klasse zu halten. Und wenn's schlecht läuft, ist Fortuna vorher schon abgestiegen. Ja, aber es wird sich zeigen. Und selbst wenn Fortuna direkt wieder absteigt, bin ich nicht böse drum, weil man hat halt dann ein bisschen Kohle gemacht, kann die Kohle dann wieder ins Jugendinternat, das halt momentan gebaut wird, packen, hat dann wieder ein bisschen, ja, kriegt dann ein bisschen mehr TV-Gelder, wenn man in der ersten Liga gespielt hat, und hat dann auch mal wieder ein bisschen Prestige gekriegt, weil man halt wieder in der ersten Liga gespielt hat. Deswegen, selbst wenn man direkt wieder absteigen sollte, wäre es trotzdem was Gutes, mal wieder Bundesliga zu spielen. Einfach mal, um sich zu präsentieren und auch Mannschaften oder auch Spieler aus anderen Ländern dann schon mal die Namen Fortuna Düsseldorf gehört haben, dass die halt vor kurzem Bundesliga gespielt haben. Das macht es auch einfacher, dann theoretisch irgendwann später nochmal Spieler zu verpflichten. Und aber um es auf den Punkt zu bringen, ich freue mich, aber meine Befürchtungen sind groß, aber ich habe die Hoffnung, dass es dann trotzdem länger als eine Saison sein wird in der ersten Liga. Ich hoffe, dass Fortuna sich da irgendwie halten und dann etablieren kann. Weil es zeichnet sich immer mehr ab, dass wenn du nicht in der Bundesliga dich irgendwie halten kannst, dass du dann auch generell nie wieder eine Chance hast, irgendwie Bundesliga zu spielen, weil es wird ja immer schwerer, durch dieses Financial Gap dran zu bleiben. Und ich habe das Gefühl, wenn du es jetzt nicht schaffst, die nächsten 2-3 Jahre in der Bundesliga dich zu etablieren, dann wird es ganz, ganz schwer, da mal wieder reinzukommen. Weil natürlich auch Vereine runtergehen werden die Saison schon, mit dem HSV zum Beispiel, und dem FC Köln, die eine sehr große Financial Power haben. Und wenn das die Vereine sind, die jetzt demnächst regelmäßig auf- und absteigen werden, gibt es da kaum einen unten, der da vielleicht mal reingrätschen kann. Deswegen denke ich schon, ja, Bundesliga muss sein, und ich freue mich total, ich freue mich auf Gladbach, auf Bayern, auf Dortmund, auf jeden eigentlich. Ja, ich bin der Meinung, selbst wenn man die nächsten Jahre dann wieder zweite Liga spielt, ist mir das eigentlich egal, und deswegen, mir ist die Liga egal, die Fortuna spielt, ob man dann zweite oder erste Liga spielt, egal, selbst wenn man dritte oder vierte Liga spielt, wäre dann schade, aber ich würde trotzdem noch hingehen. Jetzt kurz noch zum Abschluss, dein Spieler der Saison, dein Fortuna of the Season. Es ist schwer, da jetzt einen rauszupicken. Ich bin ja eigentlich der Meinung, mein Spieler der Saison ist, was Qualität angeht, wäre es Haraguchi. Was Führungspersönlichkeiten angeht, wäre es halt Eihahn. Und was Überraschung angeht, wäre es halt Neuhaus. Der hat halt überragend gespielt, war der Kreativmotor im Mittelfeld. Und deswegen so einen Spieler rauspicken, wäre, finde ich, schwer. Rahman hat überragend angefangen, hat gegen Ende der Saison ein bisschen nachgelassen. Liegt es vielleicht daran, dass man intern scheint es immer wieder an, von ihm denkt, dass er sehr verletzungsanfällig ist und man ihm nicht zutraut, mehr als 60, 70 Minuten zu spielen? Ich finde es halt schade, dass man den nicht mal durchspielen lässt. Ja, aber wenn du denkst, der Spieler ist verletzungsanfällig und schafft das eh nicht. Ja, aber ich finde, man sieht bei ihm keinen Qualitätsverlust. Wenn er mal durchspielt, dann läuft er dich trotzdem die Seele aus dem Leib. Und dann, aber wenn Haraguchi wird ja wahrscheinlich nicht gehalten, deswegen denke ich mal, dass Rahman nächste Saison dann wieder mehr Einsatzzeiten kriegt.
Und ja, wenn man Usami nicht doch noch verpflichten kann, dann halt erst recht, dann wird's eine Flügelzange mit Karaman und Ramaguchi. Dann wird's eine Flügelzange mit Karaman und Raman geben. Und ja, aber so für mich die überragenden Spieler der Saison sind eigentlich Neuhaus, Haraguchi, Aihan und ja, Raman, was die Hinrunde anging, beziehungsweise was drei Viertel der Saison angeht, ging Ende hin, wurde es dann ein bisschen schwächer. Fink war auf jeden Fall ein überragender Kapitän. Ja, eigentlich die komplette Mannschaftsleistung war gut, auch wenn da immer mal wieder ein paar schlechtere Spiele bei waren, aber eigentlich war es eine perfekte und überragende Saison. Wenn ihr auch denkt, dass Fortuna eine überragende Saison gespielt habt, also gerne in die YouTube-Kommentare oder folgt uns auf Facebook. Wir sind da zu finden als Projekt Megafon. Ist sozusagen unser Mothership ist Projekt Megafon. Da findet ihr die Gruppe Megafon 95. Folgt uns, liked uns, abonniert uns auf Facebook, Twitter, whatsoever. Wir haben ein paar Änderungen, was Projekt Megafon angeht. Natürlich gibt's schon die E-Mail-Adresse projektmegafonpodcast@gmail.com. Das könnt ihr uns dann auch gerne Feedback und Gedöns zukommen lassen. Aber unsere Social-Media-Präsenz wird sich einiges ändern zur neuen Saison. Wir werden deutlich aktiver sein in der Megafon 95-Gruppe, werden aber auch grundsätzlich mehr Sachen posten und produzieren und generell da alles ein bisschen auf den Kopf stellen. Micha, möchtest du was ergänzen? Ja, kommt alle in die Gruppe, weil ich will da auch in Zukunft mehr Community-Feedback generieren, indem wir auch mal nicht nur posten, okay, das ist jetzt die neue Folge oder ja, die Folge verzögert sich, sondern dass wir auch mal zu jedem Spiel dann auch mal unseren Fortunen des Spiels oder den Fail der Woche, den Win der Woche, einfach mal bisschen mehr Community-Interaktion haben, dass wir das dann auch in den Podcast einarbeiten können. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt und auch mal mit anderen Fortuna-Fans und uns diskutieren wollt, kommt in die Gruppe Megafon 95, dann können wir uns alle da ganz doll lieb haben und auch mal ein bisschen streiten, aber schön höflich noch bleiben. Ja, ich glaube, das wird dann ganz super da. Und ganz super war diese Folge auch, sagt auf jeden Fall der Micha, der @Cherensky8 auf Twitter. Ja, die war ganz super. Ich liebe deinen Twitter-Handle, der ist überragend. Aber wir haben natürlich Twitter, Facebook, Instagram, könnt ihr uns auch dort gerne nochmal schreiben, folgen, wie auch immer. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute da warst und wir hatten einigen Spaß in dieser Folge. Wir haben uns sogar zum ersten Mal, glaube ich, richtig mehr oder weniger gestritten im im Podcast. Ich bin der Mo, @Wampendribbler, findet ihr mich auf Twitter, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wahrscheinlich zur neuen Saison wieder, falls zwischendrin irgendwas auftaucht. Taucht halt einfach auf, nimmt es hin. Ich kann nichts versprechen. Vielen Dank, dass ihr diese Saison mit uns durchlebt habt, begleitet habt, wie auch immer. Wir sehen uns dann der Woche vor dem ersten Spieltag spätestens wieder. Nochmal vielen Dank und dann sage ich ciao. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wie schnell? Sag einfach bis dann. Bis dann.